Grüß euch, ich bin der Franzl Daniel, ich bin in der Salzburger AG jetzt im vierten Lehrjahr und mache eine Ausbildung zum Anlagen- und Betriebstechniker und Maschinenbautechniker. Wir haben da heute bei uns in der Firma einen siebten Tag der Lehre und was man da alles erleben kann, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Grüß euch. Hallo. So, wir sind jetzt in der Lehrwerkstätte der Salzburger AG und da haben wir gleich unseren ersten Interviewpartner, an Herrn Erich Reithofer. Herr Reithofer, Tag der Lehre, was bedeutet das eigentlich? Ja, das ist für uns Salzburger AG ganz ein wichtiger Termin, nämlich wir müssen neue Lehrlinge rekrutieren, wir brauchen Nachwuchs. Um die besten Köpfe des Landes Salzburg zu bekommen, machen wir unsere Türen ganz weit auf und damit sich auch diese Jugend informieren kann, gut informieren kann über die vielen Lehrberufe, die es in der Salzburger AG gibt. Christian, kannst du uns da ein bisschen was über die Lehre in dem Unternehmen erzählen? Also die Lehre war für mich eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Ich habe Maschinenbautechnik und Elektrotechnik gelernt. Vom Kraftwerk bis zur Leittechnik waren da meine Hauptaufgaben, was ich gehabt habe. Und auch in der Persönlichkeitsentwicklung hat man schon immer wieder geschaut, dass wir gefördert worden sind, Betreuerkurse, aber auch die Weihnachtsfeier haben wir damals selber organisieren dürfen. Es war eine spannende Zeit. Möchte ich nicht missen. Wir sind jetzt in der Metallwerkstätte der Salzburger AG. Da drinnen findet ein wichtiger Teil der Ausbildung statt. Man lernt die Handhabung mit Metall, die grundlegende Bearbeitung, Fräsen, Stanzen, Schneiden, Bohren und natürlich auch Schwarzen von Konstruktionen. Die Lehre ist voll klasse. Du hast die verschiedensten Sachen, du kommst in die verschiedensten Bereiche und du wirst nämlich auch nicht nur technisch gebildet, sondern du wirst auch sozial gebildet durch die ganzen Seminare und Termine, die wir haben. Und ich bin froh, dass ich in die Salzburger gekommen bin und würde auch gerne bleiben. Wir haben jetzt noch unseren Vorstand, an Herrn Dr. Leonhard Schitter bei uns. Herr Schitter, der Tag der Lehre in der Salzburger AG, was bedeutet der für das Unternehmen? Das Unternehmen bedeutet es unglaublich viel, weil das gesamte Unternehmen sich hier präsentieren kann und vor allen Dingen mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bedanke mich, dass ihr da so zur Verfügung steht, weil ihr damit auch zeigt, was das bedeutet, eine Karriere in der Salzburger AG einzuschlagen. Und das bedeutet ja sehr viel, wenn man wirklich mit Lehre Karriere in diesem Unternehmen machen kann. Daher ist dieser Tag der Lehre unglaublich wertvoll für uns. Aber es ist nicht nur ein Tag der Lehre, sondern es ist auch ein Tag der Präsentation der Fähigkeiten und des Könnens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben da jetzt noch frisch vom Osten aber einen Jakob Nindl, der macht bei uns eine Lehre als Energietechniker und Maschinenbautechniker. Jakob, warum hast du dich für die Lehre in dem Unternehmen entschieden und wieso würdest du es deine Freunde weiterempfehlen? Ja, also ich finde, dass die Lehre in der Salzburg eine super Möglichkeit ist, weil man dann, wenn man ausgeliehen ist, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeit hat an der Firma. Und auch die Lehre, man wird top ausgebildet in dem Betrieb. Und mir taugt das einfach da auf den Masten am Freien, also so am Tum kommen.